irgendwo arbeiten. Ich mache auch viel zu viel, aber ich kann halt auch schlecht chillen. Ne? Ich bin immer so ein bisschen... Ne? Das ist, weil du glaube ich, auch nie dich sedierst. Oder mal... Ja, nee. kann sein. Weil andere sind dann aber ich zwei Tage zerknittert oder am Arsch. Ne? Ich schlaf sehr echt? Gerne. Echt? Krass. Ja, kannst du gut schlafen? Ne? Ob ich gut schlafen kann? Ja. Ich bin Schlafwandler. Erzähl mir mal. Kennst du die Story? Ach doch, es gibt doch ein paar krasse Stories. Ja, also. Stimmt. Paul schon erzählt, mach nochmal. Okay, habe ich letztes Mal auch schon, ich weiß also okay. Erstmal sowieso, okay. Ich bin ja auch ganz unruhig. Ich bin unruhig, aber und ich muss auch immer, ich brauche das, seit ich meine, sage ich mal, ich habe ja die ADHS-Medikamente ausprobiert und ohne ist es schon so, wenn ich mich nicht ein, zweimal die Woche bisschen doof mache, so, okay. Also mit Trinken oder okay, sowas. Das verstehe ich auch irgendwo. Weil dann bin ich, ich schwöre, ich habe zu viel Energie. Ja. Ich habe zu viel Energie. Ich weiß. Ich schlafe, ich bin froh so, wenn ich schon 6 Stunden durchschlafe. Krass. Und wenn ich dann wach bin, fällt es mir eigentlich schwer, wieder einzuschlafen. Krass. Also das ist schon... Okay, so, bei mir ist das irgendwie ganz komisch verteilt. Und ich bin auch unruhig, auch beim Einschlafen unruhig. Ich wälze mich viel. Habe ich manchmal. Aber das mir Kissen ist nicht richtig, dann guckt die Ecke wieder. Das dann ist aber schon Zwangsneurosen. Vorbei. Zwangsneurosen. Ja, okay, ja. Weil das muss dann genau symmetrisch sein und so weiter. Und das da bin kenn ich. Gut, das habe ich auch. Hast du das auch? Ja, aber... Das hat aber nicht jeder. Jetzt bei so Alltagssachen, Teppiche zum Beispiel. Gut, dass die hier gerade liegen. Ja. Ich hatte mal eine Freundin, die wollte unbedingt... Die wollte den, wir hatten so normal symmetrischen Raum, ne? Und dann den Teppich so frech quer. Die wollte den schräg legen. Und ich hatte Ich so, Alter, nein. Das wird nicht passieren. Ich meine, wieso nicht? So, ey, wenn du das machst, ich schlag gegen die Wand. Das geht nicht. das ist auch das Ding beim Servieren, so Symmetrie und Sachen. Ich habe halt bei manchen Sachen, wie wenn Leute halt sagen, ich will das so und so, und ich sag dann so, boah, ich so, ey, das tut mir weh in den Augen. Geht Blastover und so weiter? Ist das was du gut hinkriegst? Cover-Ups oder Blastover? Ja, so, abdecken. Aber abs, dann sieht man es ja nicht mehr. Aber genau, so, Blastover, mach ich nicht. Also das dann auch bekloppt macht? Ja, nee, ich weiß es nicht. Hab ich nie drüber nachgedacht. Mach ich auch das falsche Zeug für, den falschen Stil für sowas. Darf mich nicht. Naja, aber nochmal hier. Ich bin halt, bei mir ist halt entweder Knallgas oder gar kein Gas. Das ist immer so, ich kann halt, wenn ich schlafe halt mega lang und komisch. Wie lang schläfst du? Ich glaube, aufgrund meiner... Kannst du 12 Stunden schlafen? Aufgrund meiner Schlafwandelnummer brauche ich, glaube ich, mehr Schlaf. Das Ding ist halt... Wandelst du dauernd Schlaf? Ich habe so Episoden. Ich habe so... Ich bin nie in einer Tiefschlafphase. Mhm. Und ich glaube, deswegen brauche ich viel Schlaf. Und deswegen habe ich viel Schlaf, bin dann nicht ausgeschlafen. Mhm. Und das heißt, ich kann 10 Stunden schlafen... Und bin trotzdem fertig, weil dann ich schlafe auch nie so richtig tief. Sobald, ich krieg's mittlerweile hin, wenn die Fenster auf sind. Aber das Krasse ist halt, ich wache nicht auf. Also es ist mega absurd, weil du könntest in der Nacht voll die Faxen machen, mega laut, könntest alles machen, ich würde nicht aufwachen. Ach doch, ich wäre sofort wach. Ja, genau, und ich ja nicht. Weißt du, was ich hab? Kennst du hypnagoge Zustände? Nee, das hab ich, dass ich quasi, also es gibt 2 verschiedene Versionen. Dass ich quasi schon nicht mehr wach bin, aber ich schlafe auch nicht. Kennst du das? Was ich beschreibe mal. Also, dass ich quasi merke, ich träume schon, aber ich merke, ich habe noch nicht geschlafen. Ich habe alles um mich herum mitgekriegt. Ach krass, okay. Also, okay. Und das habe ich oft, weil ich schwer einschlafen kann und so weiter. Und ich falle dann schon in diese REM-Phase. Ja. Aber ich merke dann die ganze Zeit, ich habe keine... Irgendwann stehe ich auf und ich merke, ich habe keine Sekunde geschlafen. Ich habe alles um mich rum mitgekriegt. Auch wenn ein Podcast läuft dabei oder so zum Einschlafen oder Musik. Und ich weiß original, was die geredet haben. Abgefahren. Aber ich habe auch schon geträumt, so dass ich in einem Wald bin oder so. Ein Auge ist wach, ja. Nee, die Augen sind beide zu. Ja, aber so vom genau. Ja. Und das ist ein, ne, du bist in diesem Zwischenbereich, ja. Ja. Das ist hypnagoge Zustände. Du kannst nicht richtig einschlafen. Aber du bist auch nicht wach. Okay, ich hab's gut, dann das hab ist ich, total ich hab krass. Nicht das, aber ich hab's halt ähnlich durch diese Schlafwandelnummer. Und ich habe das ist aber ganz selten, dass ich aufwachen, dass ich merke, ich schlafe, ich will jetzt aufwachen und ich bin wie gelähmt. Das kenne ich aber, das habe ich auch schon gehabt. Das ist auch voll. Und dann mit allergrößter Kraftanstrengung, dann so fast wie in so einem Freddy Krüger-Film. Ja, abgefahren. Ja, das sind so meine. Ich finde so Schlafsachen mega krass, so.
wieder da ich halt so einen ganz komischen Schlaf habe und ich bin da, ich wach manchmal auf und bin so richtig fertig, weil ich denke, okay, fuck, Alter, was habe ich gemacht? Ich habe so voll die verrückten Träume halt, natürlich, ne? Mhm. Mein Ex-Freund habe ich mal gefilmt, während ich was geredet habe. Wie krass. Erzähl die drei krassesten Storys. Nee, ich erzähl erstmal nur, das ist nicht krass, aber so trotzdem nur, da hat die mir, hat die gefilmt, was ich rede. Da habe ich irgendwas über Gedärme und Blut erzählt. Das ist halt so, dann denke ich so, krass, so was habe ich geträumt. Das sind so die normalen Sachen, die dir so das ist halt so mein Daily Business, so. Hast du mal über eine Therapie nachgedacht? Über was denn Therapie? Ja, so Schlaftherapie. Irgendwie, dass du zum Therapeuten gehst und mal über deine Kindheit redest. Nee. Besser nicht? Weiß ich nicht. Nee, kann ich, aber ich weiß nicht. Also es ist halt so mit dem Schlafding, wo hat mir auch schon vor viel gesagt, so im Schlaf. Ich will auch nichts einreden, ja. Nee, also ich hätte auch nichts dagegen, würde es auch machen. Aber dir geht's ja auch gut. Genau, also es ist halt einfach so, ich hab das halt so, aber ich hab's auch schon immer. Als Kind auch schon. Und deswegen ist es halt so, ich könnte es halt machen und ich könnte auch zum Therapeuten und das mich. Ich könnte da hin. Das Ding ist aber halt so, ich glaube, dadurch, dass ich privatversichert bin und so, weiß ich halt nicht, wie das ist mit den Kosten tragen und das ist mir jetzt zu viel Aufwand. Ne? Aber interessant wäre das bestimmt. Düsteren November-Tagen kann man uns in allen Straßen sehen.